Was passiert am Freitag, den 23. Februar bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Achtung! Es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ. Alicia macht Paul klar, dass die positiven Attribute, auf die Kate sich bezieht, auf viele Männer passen könnten. Paul will nicht noch mehr freundschaftliche Keulen verpasst bekommen und zieht sich zurück, während bei Alicia ein unerwartetes Kopfkino losgeht. Über die Konzeptionierung für einen potenziellen Kunden flammt der Streit zwischen Katrin und Laura auf. Um den Frieden zu wahren, macht Emily einen Vorschlag zur Güte, trotzdem bekommen die Frauen den Auftrag nicht. Als Laura Katrin Absicht unterstellt, setzt die sie auf den Pott. Toni hat die Aufgabe, sich mit ihrer Tablettensucht Luis gegenüber zu öffnen. Sie will ihren Bruder nicht belasten und belässt es bei den harten Fakten. Aber Luis will für Toni da sein und lässt sich nicht abschütteln. Sternchen. Thank you.